Fortnite, 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 liebe Leute. Es ist in aller Munde seit einigen Monaten. Und die Nintendo Switch-Besitzer warten immer noch auf ihre Version. Und heute habe ich dazu neue Infos, die ich euch auf den Tisch haue, zu dem Release auf der Nintendo Switch. Was ja wirklich ziemlich interessant ist, weil man es auch im portablen Modus spielen kann. Was, denke ich, nicht nur für die Nintendo Switch-Besitzer interessant sein könnte, sondern auch für die Fortnite-Fans. Natürlich kann man Fortnite inzwischen schon auf dem Smartphone spielen und der Android-Release steht auch kurz bevor. Aber auf der Nintendo Switch, portabel mit richtigen Controller, ist das Ganze, denke ich mal, nochmal ein Stück geiler. Donald Mustard, der Creative Director von Epic Games, wurde nämlich schon im Januar gefragt, ob es möglich wäre, dass eine Switch-Version von Fortnite irgendwann erscheint. Und dort meinte er, ja, auf jeden Fall hofft er es, dass es in der Zukunft dazu kommt. Und jetzt gerade ganz aktuell gibt es neue Gerüchte, und zwar um die E3 herum. Jetzt im Juni soll laut aktuellen Gerüchten die Switch-Version vorgestellt werden von Fortnite. Und ich bin mir sicher, das wird es auch, weil die Switch ist nun mal das letzte Glied im Bunde, wo Fortnite noch fehlt, wenn sogar schon die Smartphones nachrücken und die Tablets. Und zwar kam ein Leak von einem Twitter-User namens Leaky Panda, der damals WandaLeaks hieß, und der hat in der Vergangenheit schon häufiger Angaben und Spekulationen veröffentlicht, die sich immer als wahr erwiesen haben. Und zwar hat dieser diesmal geleakt, dass auf der E3 in Los Angeles am 12. bis 14. Juni, wo die E3 stattfindet, dass dort die Switch-Version vorgestellt wird. Und Leute, wir können uns alle sicher sein, das hat wieder nur so lange gedauert, weil Nintendo wieder extra Würstchen braucht. Und mit den extra Würstchen meine ich natürlich irgendwelche Nintendo-Skins, also irgendwie ein Mario-Kostüm als Skin, vielleicht irgendwelche eigenen Emotes oder vielleicht sogar eine ganz eigene Nintendo-Map im Mushroom Kingdom. Sowas würde einfach Sinn machen, weil bei Minecraft und allgemein bei Third-Party-Spielen, die oft auf die Switch portiert werden, machen sie das öfter. Sie haben es zum Beispiel halt bei Minecraft getan oder auch bei Skyrim. Dort kann man auch das Master-Schwert erlangen und dort als Link rumlaufen im Kostüm und so. Also die machen das immer so, ein bisschen ihren eigenen Senf reingeben. Und ich glaube, das ist der Grund, warum das auch alles wieder so lange dauert, weil performance-technisch müsste die Switch das locker schaffen, im Portablen sowie auch im Dock-Modus. Außerdem kam der Leak so weit, dass die Switch-Fassung auch Crossplay mit dem PC, Xbox One und der PS4 ermöglichen soll. Epic Games hat sich aber zu dem Leak bzw. zu dem kleinen Gerücht noch nicht geäußert, offiziell, aber ich bin mir 100% sicher, dass es schon so stimmen wird. Was spricht denn dagegen? Also müssen wir uns wohl noch gedulden bis zur E3, aber Leute, ich habe was Kleines für euch, was auch noch dieses Jahr kommt und eventuell schon vor dem Nintendo Switch Fortnite Release, und zwar Crazy Justice. Ich habe das so gefunden, als ich ein bisschen recherchiert habe, und zwar, das sieht wirklich 1:1 aus wie Fortnite. Ist auch ein Battle Royale Shooter und man kann ihn sogar portabel mitnehmen und zocken und sogar Splitscreen portabel zocken, Battle Royale Modus. Also ist schon cool. Black Riddle Studio, ich weiß nicht genau, wann es rauskommt. Es ist auch noch nicht bekannt. Es soll im zweiten Quartal dieses Jahr rauskommen, also wahrscheinlich auch so mit dem Fortnite Release dann zusammen, was natürlich nicht marketingtechnisch klug ist, aber dennoch vielleicht auch ein Titel, den ihr im Auge behalten solltet, falls ihr euch für Battle Royale interessiert und eine Nintendo Switch natürlich besitzt. Das war's mit den News, / Leak. Ich bin immer raus, ihr braucht keine Angst haben, ich werde hier kein Fortnite-YouTuber. Aber ich denke, für alle, die die Switch besetzen und das Spiel vielleicht auch mal spielen wollen, weil es ist ja umsonst und für jeden zugänglich, ist es vielleicht ganz interessant, darüber zu sprechen. Damit bin ich jetzt raus, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein, ciao und tschüss, euer Theo.